Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches und schnelles Rezept für ein leckeres Rosenkohl-Curry mit Kichererbsen und Tomaten-Kokossoße. Dafür als erstes eine große Zwiebel abziehen, dann in Streifen schneiden. Als nächstes habe ich hier 750 Gramm Rosenkohl. Zunächst putzen, also die äußeren welken Blätter sowie dreckige Stellen vom Strunk entfernen. Die Rosenkohlköpfe anschließend je nach Größe halbieren oder vierteln. Und wenn das erledigt ist, eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen. Dann kommen die Zwiebeln und der Rosenkohl in die Pfanne. Und für 3 bis 4 Minuten bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden anbraten. Der Rosenkohl darf ruhig ein paar Röstaromen bekommen. Danach geben wir 2 Knoblauchzehen dazu, einfach mit einer feinen Reibe in die Pfanne reiben. Außerdem kommt ein kleines Stück Ingwer dazu, ebenfalls einfach dazu reiben. Und dann würzen wir das Ganze noch mit je einem Teelöffel gemahlenem Koriander sowie Kreuzkümmel, 2 Teelöffeln Currypulver und 1 bis 2 Teelöffeln Sambal Oleg. Die Gewürze kurz unterrühren. Und dann löschen wir mit einer Flasche passierten Tomaten ab. Die Flasche könnt ihr mit etwas Wasser ausspülen, ebenfalls dazu gießen, außerdem eine Dose Kokosmilch. Alles einmal gut umrühren, eine sehr gute Prise Salz sowie frisch gemahlenen Pfeffer geben wir auch noch dazu. Und jetzt zum Kochen bringen und für ca. 10 bis 12 Minuten köcheln lassen, bis der Rosenkohl gar ist bzw. die gewünschte Konsistenz erreicht hat. Das Rosenkohl-Curry immer mal wieder umrühren und zum Schluss kommt dann noch eine Dose Kichererbsen dazu. Außerdem schmecken wir nochmals mit Salz, frisch gemahlenem Pfeffer und einer Prise Zucker ab. Das Curry ein letztes Mal gut umrühren und so können wir es dann servieren. Das Rosenkohl-Kichererbsen-Curry auf tiefen Tellern verteilen. Als Beilage eignet sich gekochter Reis. Zum Schluss mit gehacktem Koriander oder Petersilie garnieren und servieren. Wer mag, kann noch etwas Limettensaft über das Curry drüber träufeln. Und dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.